Morgen, die Herren. Es ist ein wunderschöner Tag. Es ist 6:30 in der Früh. Ich darf euch wecken. Mit lauter Musik und viel Nachsicht. Alai Toshu weiß, vor seinen Tumanern liegt ein langer Tag und ein großer Auftritt. Morgen, die Herren. Gute Laune? Jetzt noch Fehlanzeige. Es gibt kaum private Momente für die. Da sind sie dann halt überallergisch und ein bisschen. Es sind Weltstars. Also ich meine jetzt als Ensemble, nicht jeder Einzelne. Ist halt so. Können sich auch ein paar Zicken leisten. Sopran Ansgar fehlen sie noch, die Zicken. Er war der Schnellste beim Anziehen heute. Schnell genug, um einen guten Morgengruß aus dem Leipziger Alumnat nach Hause zu schicken, in die Sächsische Schweiz. Weder über Alai Toshu, den Wohnheimchef, noch das frühe Aufstehen will er sich beschweren. Man gewöhnt sich dran. Am Morgen sind wir immer noch ein bisschen verschlafen und das ist dann alles noch ein bisschen anders als am Tag. Also schnell runter zum Frühstück. Morgenmuffel haben's schwer hier. Silenzio. Alle vollzählig. Aber ein Guten-Morgen-Lied bringt hier noch keiner über die Lippen. Bis zum großen Auftritt heute Abend sind zum Glück noch 10 Stunden Zeit. Alai Toshu gibt schon mal die wichtigsten Infos für den Tag und den Wetterbericht gleich dazu. Sehr freundlich sieht es noch aus. Ich warne aber gleich mal vor, dass sich das im Laufe des heutigen Tages ändern könnte. Ihr stellt euch mal auf einen extremen Wetterumschwung ein. Am besten wäre Helmpflicht. Das hätte ich am liebsten, falls es wieder hagelt. Erstmal Hagels Applaus. Tischdienst. Diese Woche hat es Ansgar getroffen. Der Rest macht sich auf den Weg in die Thomasschule, direkt gegenüber. Kaum 20 Schritte vom Alumnat, dem Thomaner Wohnheim, entfernt. Dienstschiebender Tischdienst Ansgar ist spät dran. Gleich hat er Latein. Bei Alai Toshu. So denn, ihr Lieben, salvete, o Discipuli. Salve, o Magister. Setzt euch bitte. Ab Klasse 4 büffeln die Thomaner hier gemeinsam mit anderen Kindern Latein. Eine komplizierte Sprache. Doch irgendwann wollen sie schließlich auch verstehen, was sie in Bachs Hamollmesse singen. Jetzt seid ihr dran. Und zwar gibt's hier 15 Fragen. Mit jeweils 3 möglichen Antworten. Und wir haben über fast alles gesprochen. Irgendwann habe ich über alles mal zumindest erzählt. Wie hieß der von den Römern so gefürchtete Karthager Hannibal mit Familiennamen? Hieß er A. Hannibal Barkas, hieß er B. Hannibal Lecter oder hieß er Hannibal Crudelis? Da kommen die sich unglaublich gebildet vor, wenn sie schon ein paar lateinische Brocken kennen. Und die wollen es zum großen Teil auch, weil sie sich da irgendwie größer vorkommen. Das fetzt. Das macht sehr großen Spaß, sagen wir es mal so. Ja, das war jetzt gemein von mir. Wie hieß denn Hannibal mit Nachnamen, Alexander? Barkas. Barkas hieß der. Sehr gut. Hannibal Lecter ist was anderes. Was soll das heißen? Hannibal Lecter, da würde ich dir jetzt was erklären, wo du glücklicher dran bist, wenn du es jetzt noch gar nicht weißt. Du hast Hannibal Lecter genommen, dann wäre es eine moderne Romanfigur aus einem grausamen Märchen. Punkt, Ende der Durchsage für heute. In Sachen Hannibal lag Ossi falsch. Doch warum Alai Toshu Alai Toshu heißt, weiß er ganz genau. Im Alumnat, Alai, Al, Lai, also Leiter, Thoralf, Thor, Schu, Schulze. Alumnatsleiter Thoralf Schulze. Der holt sich inzwischen Beulen. Dem Alumnat muss er aufs Dach steigen. Begutachten, was der Hagel vorletzte Nacht angerichtet hat. 3 Fenster sind kaputt.
Das war aber zu erwarten. Es klang bei diesem Hagelschlag hier so fürchterlich, dass wir eigentlich noch Glück haben, dass es nur die äußere Hülle betroffen hat und nicht gleich ins Haus durchgeschossen ist. Wir waren schon alle im Haus, weil es von der Zeitplanung her so günstig war, dass die Motette zu Ende und alle Thomaner im Haus waren. Tränen gab es nicht wirklich, weil so richtig Angst hatte wohl keiner, aber es waren alle ein bisschen irritiert und aufgeregt. Gut, okay. Aufregung gäbe es auch, wenn er nicht in 2 Minuten unten im Speisesaal ist. Denn gleich fallen die Thomaner ein. Schulschluss. Und endlich Mittagessen. So, okay, auf geht's. Essen. Ja. Oh, lecker, lecker, lecker. Silenzio. Psst. Nü, 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 nü. Seit 3 Jahren arbeitet Thoralf bei den Thomanern. Gänsehaut bekommt er auch heute noch, wenn sie singen. Selbst hier im Speisesaal, das war mein erster Eindruck an meinem ersten Dienstag hier, begann ich meinen Dienst mit dem Mittagessen. Und das war schon erstmal ziemlich umwerfend, ja. Im Auto durch die Stadt gibt's dann trotzdem andere Töne. Nein, das sind nicht die Thomaner. Das ist die zweite musikalische Leidenschaft, die ich habe. Factory of Art, eine harte Rockband aus Leipzig bzw. Steuditz. Seit ca. 15 Jahren machen die Musik. Das ist das aktuelle Album und seit 2 Jahren bin ich dort dabei. Als Gitarrist. Doch für Proben hat er leider kaum Zeit. Die Band sieht's ihm und den Thomanern nach. Jetzt schnell ins Rathaus. Formulare abholen. Und dann noch in die Apotheke. Großeinkauf. Traubenzucker für seine 92 Sänger. Damit ihm bei der Motette heute Abend auch keiner zusammenklappt. Wir haben so ein paar, die ein bisschen anfällig sind. Die kommen sehr, es ist sehr heiß draußen. In der Kirche ist es dann eher kalt. Und dann sollen die eine Stunde kräftig durchsingen oder anderthalb mit Probe. Deswegen stärken wir sie ein bisschen mit solchen Dingen. Auch gut für die Kondition, Kicken auf dem Alumnatsrasen. In 3 Stunden heißt es schon wieder stillstehen in der Kirche. Dann dürfen sich nur noch die Stimmbänder austoben. Schulze, spielen Sie mit? Ja. Da viele natürlich doch das Elternhaus vermissen, versuche ich natürlich für alle auch ein bisschen da zu sein, Vater oder Mutter nicht zu ersetzen, aber jedenfalls die erwachsene Bezugsperson mit zu sein und mit denen auch mal Fußball zu spielen, mit denen zu reden, denen zu helfen. Das heißt so eine Mischung zwischen Lehrer, großer Bruder, Familienersatz. Herr Schulze, möchten Sie noch ein Kleeblatt? Ja, natürlich. Heute können wir es gebrauchen, Mark. 4-blättrig? Ja. Ja, natürlich. Sehr gut. Dankeschön. Schluss mit der Spielerei. Alle zur Probe. Auch Ossi, trotz zerschundenem Verteidigerbein. Ansgar hat Halsschmerzen. Beim Auftritt heute Abend wird er wohl nicht mitsingen können. Zum Glück legt sich Bonis Gips nicht auch noch auf die Stimme. Generalprobe erfolgreich. Jetzt müssen die Jungs nur noch äußerlich was hermachen. Wäschst du wieder noch mal? Die Großen bürsten die Kleinen ab. Bohne kämpft mit seinem Gips.
Ossi mit der Nagelschere. Mutti kann da schon lange nicht mehr helfen. Vor allen Dingen so bei dem Moment, wenn wir die frischen, die neuen Sechser, wie die bei uns heißen, von Sextaner, aufnehmen. An dem drittletzten Ferientag kommen also die neuen Viertklässler in den Probensaal, werden feierlich aufgenommen in den Thomanerchor und werden dann von zwei ihrer Stubenoberen, das heißt von 11 Zwölftklässlern, mitgenommen und durchs Haus geführt und bekommen ihren Platz in der Stube zugewiesen. Das ist der Moment, wo es dann wirklich ernst wird. Hurra, ich werde Thomaner, hurra, ich habe die Prüfung bestanden, ich bin dabei. Ja, und dann stehst du dort unten, bist 1,30 groß, Mutti, Omi, alle sitzen dort hinten drin. Und dann nehmen dich zwei große, junge Menschen mit und sagen, hier ist dein neues Zuhause. Das halt, also das hätte ich als Kind nicht durchgestanden. Trägst du hin? Ja. Ossi und Kien marschieren los in Richtung Thomaskirche. In einer halben Stunde der große Auftritt. Für Alai Toshu 5 Minuten Luft, um seine Frau zu sehen. Denn heute Abend wird's natürlich wieder spät. Ich habe eine wundervolle Frau, die viel Verständnis hat, das manchmal auch aufgebraucht ist, wenn zu viel anfällt. Ich habe zwei tolle Kinder, die, sag ich mal, auch musikalisch sind. Und alle haben natürlich irgendwie ein Interesse daran. Aber es ist auch wieder da natürlich ein Widerspruch zwischen Interesse daran haben und nicht da zu sein oder nicht zusammen zu sein zu können. Viele der Erlebnisse, die man hier hat, kann man natürlich auch nicht teilen. Wie soll ich jemandem vermitteln, dass ich gerade in Tokio vor irgendeiner Konzerthalle stehe und Hände voll zu tun habe, aber total glücklich bin, bin aber eigentlich, ja, familiär gesehen allein. Mach das mal jemandem klar. Traubenzuckerstärkung, kurz bevor es ernst wird. Dass ihm seine Thomaner nicht immer so aus der Hand fressen, verzeiht er ihnen. Ich habe es noch nie erlebt in dem Beruf, dass man für die ganze Arbeit, die man so einsetzt, das zurückbekommt, was man hier dann kriegt, wenn man in der Motette oder bei Konzerten sitzt und die gleichen Rabauken, die einem eben noch auf der Nase rumgetanzt sind, dann auf einmal so fantastisch singen. Das wirkt wie Balsam und alle Anstrengungen sind vergessen.